Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, im letzten Part haben wir einen neuen Auftrag und den ersten Auftrag im Verkehrsdezernat abbekommen. Wir haben ein verlassenes Auto gefunden, voller Blut. Ja, und sind jetzt auf dem Weg zur Frau des Halters vom Wagen. Die Leiche haben wir noch nicht gefunden, aber da war sehr, sehr viel Blut im Auto. Ist aber komisch, weil wenn es ein Diebstahl, Autodiebstahl war, wie Bukowski es im letzten Part gesagt hat, warum sollte man den Wagen dann da stehen lassen voller Blut? Und warum gibt es keine Leiche? Warum hat man die Leiche mitgenommen anscheinend? Aber den Wagen stehen lassen? Und warum hat man nicht die Leiche da gelassen und den Wagen mitgenommen, wenn der Wagen doch höchstwahrscheinlich das Ziel war? Macht nicht viel Sinn hier irgendwie für mich. Oh Gott, wo ist das denn schon wieder? Moment mal, wo ist das? Wie können wir zoomen? So können wir zoomen, ne? Ne, so können wir zoomen. Den Auftrag machen wir jetzt nicht. Jetzt fahren wir zur Frau. Nope. Jetzt Nacht. Auf geht's zur Frau! Der müssen wir jetzt sagen, was wir gefunden haben. Alter, mach mal Platz hier für den Wagenfahrer. Ich muss dringend zur guten Frau Black. Ich glaube Black hieß er, ne? Dafür die kann uns ein bisschen was sagen. Denn das ist mir irgendwie alles sehr, 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 sehr suspekt. Und draußen geht gerade irgendwie die Lutzi. Warum geht ihr denn hier so? Fahrt ihr denn hier so krass rüber? Hm? So. Auf geht's. Oh, schönes Haus haben die aber, ne? Ja, Black, siehst du. Schönes Haus. Wohnsitz der Blacks. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Oh Mann. Vorher gibt's ja aber Hinweismusik. Not everything here is going to be relevant. Ich schau mir die Häuser erstmal von außen an. Where are you going, Phelps? This is the place. Aha. No use leaving the thing half finished. Aha. Aha. Ja, ich schaue mich immer gerne überall um vorher. Kennt ihr ja von Risen. Und das hier ist doch sehr komisch. That can't be right. Nee, ist das nicht richtig? Muss das daran? Ah, natürlich muss das da. Da fehlt was. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Die Frau wirklich? Hör auf. Das ist echt das fehlende Rohr. Und ja, natürlich. Kenne ich das noch? Vom ersten Durchspielen damals, dass man einige Sachen dann doch eher draußen findet. Vor dem Haus nochmal. Das war jetzt Zufall. Ich glaube, wir wären da trotzdem hingekommen noch. Aber vielleicht wird das schon wichtig bei der Befragung sein. Schauen wir uns mal an. Da war, glaube ich, dieses kurze Musikspiel. Jetzt reden wir erstmal mit der Frau. Oh Gott. Just a minute. Da habt ihr sie gesehen, da kommt sie. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Oh, man. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned. And I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe
on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name InstaHeat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Hm. Well, let's check the place out. Come on. Gut, also da war der Hinweis schon auf dem Boiler. Das hätten wir wohl auch. Doesn't look like anything. Dann spätestens jetzt herausgefunden. Ah, der wird wohl auch nichts mal sagen. Ja, Müll. Kein Müll, aber in diesem Zusammenhang ist es unwichtig. Das wahrscheinlich auch unwichtig, oder? Nope. Ja. Dann wird das Flugzeug auch unwichtig sein. Okay. So, und jetzt müssen wir natürlich nach Hinweisen suchen. Have a good look around. It's got to be something in here to go on. Da war doch gerade was, hm? Wo ist denn jetzt das Dings da? Okay. This doesn't pertain to the case. Scheint wollt ihr hier gerade Besteck waschen. Ja. Circumstantial. Gut. Das juckt uns dann tatsächlich wohl wirklich nicht, oder? Ja. Seems irrelevant. Hier können wir Besteck von den guten begutachten, aber das hat nichts zu tun hier mit irgendwas. So, was haben wir denn hier? Na, guck mal, das ist noch ein Zeitungsartikel. Was ist Kavanaugh's. So, who brought this home? Kavanaugh's? Was ist denn das? Eine Bar. Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Das stimmt. Finde ein Telefon, ja. Aber da hatten wir noch was, ne? Ah ne, wir konnten da rechts nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, lesen wir uns erstmal den Zeitungsartikel da durch, beziehungsweise irgendwie Side Story, würde ich sagen, ne? Irrenarzt Fontaine bietet... Ah, was? Bietet gestörten Veteranen Hilfe an. Okay. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions, these blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Hat er den betäubt? Gut, immerhin haben wir Zeitung 2 von 13. Die zweite. Kann auch schon sein, dass wir es übersehen haben, aber... Hm. So, gehen wir erst nochmal in den Raum, bevor wir beim Erkennungsdienst anrufen. Wieder so ein Dings. Hm. Gut. Hilft uns so jetzt nicht weiter. Haben wir sonst noch was hier? Nope, da auf dem Tisch liegt noch was. Ah, zwei Sachen. InstaHeat-Kunde Adrian Black. Datum 4.1.47, Adresse 220, Banke. $82,50.
This was only recently installed, not 2 days ago. Okay. Das ist komisch. Installiert der neue automatische gasgetriebene Wasserboiler. Kein Rost, keine Korrosion. 10 Jahre Garantie. Entworfen für mehr heißes Wasser rund um die Uhr. I wonder if someone in the house bought this unit, knowing how they would use the parts. Geht ein bisschen schnell manchmal, ne? Die Dingens. Okay. Das ist interessant. So, wo kommen wir denn hier hin? Ah, hier geht's nach draußen wieder. Gut, da wollen wir nicht hin. Da waren wir ja schon, da haben wir ja alles Wichtige. Haben wir hier noch was? Was brauchen wir, das für ein Raum ist? Sieht irgendwie wie der Abwaschraum aus, wa? It doesn't appear to be connected. Naja. Da würde ich jetzt aber auch keine Verbindung rein interpretieren. Bügeleisen. Don't think this is any use to us. Das denke ich auch, lieber Cole Phelps. Dann rufen wir mal den Erkennungsdienst an, weil wir waren noch nicht überall. Kowski ist ein guter. Gut, wenn der sich hier umschaut, schaue ich mich mal eben hier um. Aha. Bild. Okay, das können wir aber nicht weiter untersuchen. Kleiderschrank ist zu. Leer fast. Das sind Umzugskartons, oder? Können wir das Bild nicht weiter untersuchen, weil da sieht die echt nicht glücklich aus, ne? Aber ich kann hier nichts weiter untersuchen mit irgendwelchen Tasten. Schauen wir mal da in dem Zimmer, wo Bukowski gerade war, um uns um. Koffer? Railroad. Von Los Angeles nach Seattle. Okay. Zugticket? A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Wie die Frau weg? Das ist mir ziemlich suspekt hier. Ah, sein Brain-Etui. This must be Adrian's. Die Brille, die wir gefunden haben, Stenzel. Stenzel. So the glasses are a match. Das passt schon mal. Es ist seine Brille. Das ist nicht gut. Haben die in getrennten Schlafzimmern gepennt? Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Was macht das Sinn mit dem Bild? Ich hab Sehnsucht und bin einsam ohne dich. Komm schnell wieder, mein Schatz, Nicole. Aha. This thing gets more and more interesting. Aha. Das ist Adrian. Ah, hier ist wieder so ein Dings. Das ist Adrian Schlafzimmer. Koffer, Zugticket. Ein Bild mit einer Nachricht. Nicole XXX. Ich habe Sehnsucht nach dir. Hat der eine Affäre gehabt? Das stellt die Frau aber in kein gutes Licht, beziehungsweise gibt ihr Motiv. Operator, give me R&I. Putting you through now. Na, das werden wir öfter hören. Cole Phelps, Batch 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am. Sehr schön. Aber I'm all bevor right wir now, detectives. Ja,
Bevor wir untersuchen, müssen wir mit der Frau reden. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Die gucken ein bisschen weg. Ah, dann ist es die Wahrheit. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say! I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Moment eben. Und warum? Du hast doch nicht gewartet auf den. Nein. Aber was mache ich? Anzweifeln oder Lüge? Yes, I am accusing you. Your husband was going to leave you. That's motive. Now your only alibi is an empty house. Get it off your chest. Tell me the truth. Whatever your theories are, you're going to have to prove that I was there and that I wanted to hurt him. Do you think you can do that, detective? Ja. Hier. Ich hoffe, das passt. Find my husband, you incompetent fool, or the LAPD will be facing a lawsuit. Scheiße. Scheiße. Ich hätte es anzweifeln sollen. Your husband frequents Kavanaugh's bar. How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ja, stimmt. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Boah, das ist schwer. Die Frau ist gut. Frank for drink. Insta-Zugticket. So you didn't arrange to meet him out at the rail yard. I've never been near a rail yard in my life. Scheiße, ich hätte Lüge machen sollen. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Ja, das stimmt. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Jetzt lügt sie. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. Hast du nicht. What about Nicole?
Mrs. Black. Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Oh Mann, das war nicht so gut. Belohnung, Kreuzritter-Outfit. Naja, mein... Kacke. Zwei Fragen falsch, aber die war auch echt gut. Die hat, obwohl sie Wahrheit gesagt hat, so ein bisschen immer nach unten geguckt. Und da habe ich immer gedacht, die lügt oder beim einen anzweifeln. Gut, bei der einen Lüge. Da konnte sie wirklich nicht wissen. Aber naja. Scheiße. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, ab zur Bar, würde ich sagen, ne? Wie weit ist denn das weg? Ah, doch, da fahren wir hin. Das ist nicht so weit. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Obwohl die wohl ihr Streit hatten. Glaube ich nicht. Oh, ein Officer benötigt Hilfe. Wo genau benötigt der Mann Hilfe? Oh Gott. Weißt du was? Du fährst dahin. Can you drive to this one? Und zwar da zu diesem. Fährt er uns jetzt zur Bar oder zum. Das stört mich schon. Ja, das ist sehr schön. Und dann können wir das also immer so schnell erledigen. Wenn wir nicht in der Nähe ist, erledigen wir das so. Okay. Tod von oben. Traffic stop from hell. Trallion pulls these guys over. Finds a trunk full of hardware like he wouldn't believe. They lose it. Bullets start flying. And they snatch up the guns and one of the cops. Head to high ground and make them see. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long. We'll keep him busy if you can find a way up, sir. Weg nach oben finden, aber wie? Alter, der setzt mir ganz schön zu und da gab's einen Headshot. Der hat mir ganz schön zugesetzt, der Kollege, ne? Fand ich nicht nett. Wir müssen den Weg nach oben finden. Wir müssen unseren Officer-Kollegen retten. Kacke. Darüber kommen wir nicht hoch. Kommen wir hier rüber hoch? Nee. Wie kommen wir da hoch? Au. Hey. Was macht er denn hier? Hör, kann ich nicht zählen? Oh, das muss mir noch einer sagen. Zeig dich. Da muss ich aber schnell sein. Komm, zeig dich. Nachgeladen. Weapons on the ground, now. Kopfschuss. So, da war eine Leiter. Aber wo ist hier? Ah. Huch, da ist doch nur noch einer, oder? Okay. Oh, Entschuldigung. Aber der liegt lustig. So, auf mich wird geschossen. Das ist nicht gut. Oh, schnell in Deckung. Oh nein, ist der Cop tot? Nein, sag nicht, der Cop ist tot. Oder war das der, den ich gekillt habe? Von unten. Ja, das wäre eine Schrotflinte, war so ein Kackgewehr. 11K. I've been involved in a shooting. It's code 4 here, but suspects are down. And I need an ambulance at Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters.
I'll need the coroner. My partner and I are okay. 11K, roger on the ambulance and coroner. Detective headquarters will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting. You can drive. Valencia, code 4. Sehr schön. Gut, dafür gibt es eine schöne Erfahrung. Und dann haben wir Intuitionspunkte, damit wir beim Verhör nicht so verkacken. Aber das war echt schwer, das erste Schwere. So, jetzt sind wir in dieser Cavanex Bar. So, bevor wir da reingehen, würde ich sagen, machen wir einen Cut für heute. No, you don't. That cherry pie was delicious. Kennt er mich wirklich? We were at school together. How about you buy me a drink? For old time's sake. Wir waren nicht in der Schule. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Freunde. Lustige, coole Details. Und bevor wir da reingehen und befragen, machen wir einen Cut und sehen uns am Morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Ciao.